BUSD ist der Stablecoin von Paxos. Der besteht auf der Ethereum-Blockchain und ist eben reguliert von dem New York State Department von Financial Services. Aber separat rappt Binance selber BUSD und gibt dann Tokens separat, bekannt als Binance Pack BUSD, auf anderen Blockchains raus. Und diese Tokens sind nicht affiliated mit Paxos und sind nicht reguliert von der NYDFS. Und da haben wir eben jetzt diese negative News gehabt von Bloomberg, wo Binance selber zugegeben hat, dass sie wegen Buchhaltungsschwierigkeiten und wegen zu hoher Nachfrage zwischenzeitlich nicht vollständig gepackt waren mit ihrem eigenen BUSD.